Hallo, hier ist die Petra von Petras Bastelnews und heute zeige ich mir mal, wie man die Krippenfiguren bastelt. Josef und Maria und das Jesulein. So, wir fangen jetzt mal mit den Augen erst an. Ihr nehmt einen Posca-Stift, macht einmal die Augen weiß. Ich zeige es jetzt einmal an einen. Und dann machen wir noch ein bisschen blaue Augen zum Beispiel. Und dann kriegt ihr auch noch ein paar Bäckler. Das sind Aquarellbuntstifte. Genau, die sind wasservermalbar. Das zeige ich euch jetzt gleich, wie das geht. Ich mache ihm da trotzdem noch ein bisschen so rot auf die Dinge. Und dann gehe ich her und nehme mit dem Finger ein bisschen Wasser. Dann werde nämlich die Backerl schöner. Dann kann man das einfach so ein bisschen verwaschen. Da oben tupfen wir auch noch einmal drauf. Dann lasst ihr das verwaschen. Dann habt ihr eine schöne. Und jetzt malen wir den Josef mal noch ein Bad. Da gehen wir jetzt einmal so her. So bis darüber. Ihr seht schon, also das kann jetzt auch jedes Kleinkind so ein bisschen kriegi-kracki erstmal. Könnt ihr es auch ein bisschen so wuscheln. Und ihr seht schon, da wo es jetzt schon nass war, da wird es jetzt schon intensiver und das andere, das machen wir jetzt einfach mal so ein bisschen erst. Ein bisschen Wasser drauf tupfen. Und dann gehen wir im Bad. So, dann hat der Josef sein Bad. Bei der Maria macht es immer so, mal auch wieder die Augen erst weiß. Dann gibt es jetzt auch wieder entweder blaue Augen oder was, was ich mache. Und dann mache ich oben auf die Lider einfach ein bisschen Braun mit drauf. Ja, ich habe die Maria jetzt schon mal so weit vorbereitet. Dann wieder die Bäckler malen und beim Kleinen da tue ich nur die weißen Augen malen. Das zeige ich jetzt mal bei dem. Und dann macht es genauso weiße Augen zuerst, ein bisschen blau innen rein, wenn ihr wollt, oder grün, je nachdem, ein bisschen Bäckchen anmalen, dann sind die fertig. Ja, das ist einmal Nummer 1. Jetzt werden wir mal das erst auf Zeiten und dann fangen wir mal an mit den Säckchen, wie man die näht. Ihr fangt immer rechts und links ist der große breite Schlitz. Dann fangen wir auf der anderen Seite drüben gegenüberliegend an. Welchen ihr jetzt nehmt, ist doch gleich. Das ist nur, dass der Knopf dann auf der rückliegenden Seite ist. So, dann fädeln wir das da auf. Ihr könnt es immer durchziehen. Lasst es ein bisschen hängen. Das Fädler ist auch mit dabei, das Bändler, was dazu braucht. Ja. Und wir fädeln die erst einmal alle so auf. Dann ziehen wir das wieder durch, dass wir dann nicht so ein Gewülst haben. Und dann können wir die restlichen gar aufnehmen. Ihr seht schon, ich stich da jetzt immer nur von vorne rein. Und jetzt haben wir das Bändel ein bisschen zu weit zu. Dann machen wir einfach noch einen Stich dazu. So, und dann ziehen wir da mal ein bisschen an. Dass das erst einmal alles nach innen, sodass das ein Säckler ergibt. Ja? Jetzt bauen wir erstmal unsere Arme rein. Und zwar machen wir jetzt die Arme so, dass sie so rüber rauschen. Weil hinten ziehen wir es zusammen, dass wir den Knopf nicht vorne haben, weil wir ja keinen Schal haben, so wie bei den Wichteln, sondern die dann halt hinten den Knoten kriegen. Ja, jetzt werden wir erstmal rechts und links die Arme reinstecken. Wo haben wir denn unseren anderen Schlitz? Ich brauche da ist er. Und der mir die Arme so ein bisschen durchziehen. So. Jetzt könnt ihr entweder ein bisschen Watte oder Tempo oder irgendwas, was ihr daheim habt, zum Füllen hernehmen. Da geht eigentlich alles. Das ist nur, dass da ein bisschen was drin ist, dann bleiben die Bisse stehen. Und dann zieht ihr einfach das Ganze einmal erst zusammen. Das schauen wir immer, dass schön drinnen bleibt. Alles, die Hände auch drinnen. Und dann ziehen wir das Ganze jetzt erstmal zusammen. Seht schon, auf der einen Seite habe ich jetzt das kurze Bändler, so dass ich das jetzt sauber verknoten kann. Dann mache ich da einen schönen Doppelknoten rein. Und nehme meine Nadel und fädel jetzt da nochmal durch, dass ich mittig ungefähr rauskomme. Ja, dass der Kopf dann auch in der Mitte ist. Und dann kann man das jetzt da schon mal abschneiden. Den Hintern, den brauchen wir gar nicht mehr.
Und das verdeckt jetzt auch das Bänderle, das schieben wir einfach da hinten ein bisschen rein und dann das da ein bisschen verstecken. Und dann ist das schon weg. So, jetzt brauchen wir unseren Josef seinen Kopf. Und jetzt schauen wir, dass wir die richtige Richtung haben vom Kopf. Und den Faden lasse ich jetzt eigentlich nur drinnen, dass ich es besser kleben kann. Ja? Und zwar gehe ich jetzt her und mache jetzt da unten mir einen Tropfen Heißkleber drauf. Und ziehe dann einfach mit dem Faden den Josef seinen Kopf so her. Er muss ein bisschen so kippt sein nach hinten. Genau. So dass er halt jetzt schön schaut, dann seht ihr es schon, dann passt es. Dann hat es auch angezogen und dann ist der schon fertig. So, jetzt zeigt er mir ihm noch gleich die Füße machen, dass er stehen bleibt, dann fällt er uns auch nicht immer um. Und zwar werden wir da nur ein bisschen da einen Heißkleber drauf machen. Und dann stellen wir den jetzt auch gleich mal da drauf. Dann bleibt er schon mal stehen. Dann brauchen wir den Josef seinen Umhang. Jetzt wird sagen, um Gottes Willen ist das kompliziert. Das ist überhaupt nicht kompliziert. Weil ihr habt da Faltlinien und ihr werdet die obere Faltlinie jetzt nach hinten umknicken. Macht da ein bisschen einen Heißkleber drauf. Es muss auch nicht so dicht sein. Das ist jetzt nicht, dass er überall rauskommt, sondern das ist nur, dass das beieinander bleibt. Und jetzt gehen wir her und machen wir da die unteren drei Falten ein bisschen einen Heißkleber drauf. Und zwar mache ich es immer so, dass ich das jetzt so hergehe. Nimm das mit der einen Hand. Druck das ein bisschen zusammen, sodass das gleich beieinander bleibt. Und dann nehme ich die nächste Falte und lege die nächste Falte gleich wieder da rein. Und mache da hinten auf den letzten Strich. Ihr seht schon, das ist alles eingraviert, sodass ihr genau wisst, wo euer Kleber hin muss. So, das ist eigentlich nur, dass hinten der Umhang schön erfällt. Ja? Jetzt nehmen wir unseren Josef her und mache ihm da oben seinen Umhang drauf. Und da schauen wir jetzt, dass wir da den Kleber drauf machen. Und dann kurz über dem Loch kleben wir den fest. So. Und jetzt knicken wir erst einmal das runter. Schauen wir, dass das sauber da drauf liegt. So. Und ihr geht her und jetzt das da so zusammen. Josef seinen Arm natürlich schauen, dass die hier draußen sind. Und dann auf der anderen Seite machen wir es jetzt genauso. Wir kriegen da ein bisschen Heißkleber rein. Also ihr seht schon, am Rand kommt gar kein Heißkleber hin. Und dann kriegt man jetzt erstmal so, dass der seinen Umhang an hat. Und jetzt haben wir ja da noch eine Falte übrig, also eine Linie. Und die ist jetzt da dafür da, dass man den Umhang da nochmal mit einem Tropfen Heißkleber nach vorne. Kommst du ein bisschen weiter her? Ja, so nach vorne fixieren. Ich zeige es euch jetzt auf der anderen Seite nochmal. Ja, also da ist die Falte drinnen. Dann nehmen wir die so und werden wir das jetzt da vorne so herziehen. Und dann wissen wir genau, okay, da muss jetzt unser Kleber rein. Ja, dann wird das auch nicht alles so versaut. Und dann können wir das Sheeting. Dann werden wir die Fäden von den Heißkleber ein bisschen weg. Und dann kriegt der Josef schon mal gleich sein. Bänderl rumgemacht. Da haben wir ja jetzt noch Restbänderl genug übrig. Und dann erstmal den Josef. Ja, der mag natürlich jetzt nicht so oben noch sein Band, dass er das nicht verliert. Das können sie rum haben. Es muss nicht sein, jetzt umzwingend um das heute, aber es schaut halt schöner aus. So. Christine, halt einmal schnell den Finger drauf, dann geht es leichter. Ja, das Bandel habe ich auch wieder so kurz gemacht. Also, jetzt aber. Ja. Ja, dann hat der Josef da sein Bandel. Und wenn es jetzt nicht wollt, dass euch das runterrutscht, dann machen wir da einfach noch ein Tröpfel Kleber unten hin. Und dann können wir das abschneiden und können wir das Ganze wieder kürzen. Kürzen wir die Bänder mal ab. Mal das ein bisschen straff halten. So. Genau. Und dann ist der Josef eigentlich schon fertig, bis auf seinen Stab. Den geben wir ihm jetzt auch gleich noch. Und zwar schaut mal, wenn er steht.
wie hoch ihr jetzt ungefähr den Stab kleben müsst, ja, wie die Hand ist. Und dann machen wir auf die Hand einen Tropfen Heißkleber drauf. Ihr könnt natürlich den Stab jetzt auch bemalen, wenn ihr wollt, vorher mit den Aquarellbuntstiften. Oder ihr lasst ihn einfach so. Naturfarben, weil da ist er ja dann auch holzfarben. So, der Josef hat schon mal seinen Stab gekriegt, der ist schon mal soweit fertig. Und dann bei der Maria macht sie es mit dem Kleiderl Sebi, die habe ich euch schon vorbereitet. Und auch den Ding, dann machen wir dir auch noch schnell den Umhang drauf, dass ihr noch mal seht, wie das geklebt wird. Da ein bisschen Kleberei, das Köpfler oben aufgesetzt, kurz überhalb vom Ding und dann können wir schön runtergehen und die Maria dann festkleben. Das machen wir jetzt da noch schnell. Dann seht ihr das nochmal, wie das geht. Und die andere Seite auch. So, und dann sagen wir wieder unseren Knick innen. Und dann den nach vorne herziehen, sodass die da eine schöne Kontur hat. Einmal so her. Und jetzt die andere Seite, schauen wir, wo unser Knick ist und dann tun wir da nochmal einen Tropfen Heißkleber drauf. So schaut es immer, dass die Maria auch die Hände ein bisschen nach vorne hat. Ja, die könnt ihr ein bisschen rausziehen, wenn sie es länger haben wollt. Und schon ist die Maria auch fertig. Jetzt haben wir aber unser Jesulein noch. Das hat jetzt auch ein extra Teil, ein weißes. Und das geht jetzt wieder her und klebt es da wieder um. Ja, das habe ich da schon vorbereitet. Habe das schon mal umgeklebt. Jetzt nehmen wir unser angemaltes Köpfler her. Und jetzt legen wir das erstmal da rein. Und dann das sauber mal schauen, wie das wird, wenn der da drinnen liegt. Ja? So schaut er schön aus, dass das so schön benannt ist. Ihr das geschaut? Ja. So. Und jetzt gehe ich her, heute so auf die Höhe. Macht da unten mir einen Tropfen Kleber rein, dass das Kopfball schon gar nicht mehr abhauen kann. So, jetzt lassen wir den in erster Sekunde trocknen. Und dabei falte ich da wieder an meine Linien, an meine Faltstellen, sodass das da jetzt beieinander bleibt. Da braucht es auch gar keinen Heißkleber nicht drauf machen, sondern wir machen jetzt erst einen Heißkleber bei der nächsten Lage gleich drauf. Und zwar machen wir jetzt da einen Heißkleber her. Und ihr seht ja da wieder die Linie. Und die knickt man jetzt bis daher ein. So, und das machen wir da auf der anderen Seite genauso. So, schon hat er, ist er eingewickelt. Und jetzt machen wir da noch ein bisschen Kleber drauf. Und dann kippen wir den nach vorne um. Und dann hebt er da schon zusammen. Ja? Und jetzt brauchen wir da noch mal ein Bändel. Magst du und der Maria ein Bändel machen? Dann mache ich ein Jesulein. Ja, die Maria kriegt auch oben noch ihr Bändel rumgemacht, so wie beim Josef auch. Und das Jesulein, das werden wir jetzt einfach da ein bisschen zusammenschnüren, weil das waren ja früher in so einem Bündel drin. Und dann haben die da einfach ein Band rumgemacht. So, und schon ist das Jesulein eingewickelt. Jetzt, was haben wir noch dabei in unserem Set? Das Jesulein kann natürlich auch so nicht liegen bleiben. Der Arme kann ja nicht am Boden liegen. Die Maria fällt die Arme weg, wenn die da so lang ist. Also gehen wir her und machen wir unser Bett. Wie macht man das? Jetzt sind da zwei so Teile, ihr seht, da sind zwei so Stege. Ja? Und die müssen gegeneinander schauen. Also einer rechts, einer links. Und dann klickt ihr das nur da oben so zusammen. Und dann halt das schon. Schau her. Und dann könnt ihr da euer Jesulein rein. Da. Dann der Josef, der steht dann auf der Seite. Schaut rein. Wundert sich, wo das herkommt, das Jesulein. Er ist ja unschuldig gewesen. Und jetzt brauchen wir noch die Maria. Die Christine hat die Maria noch ein Bandteil gemacht und dann ist die Maria auch schon fertig. Das Ganze gibt es so im Set jetzt und es gibt auch ein Komplettset, wenn ihr die Maria und die Krippe in der Krippe machen wollt. Wir können mal die Krippe noch mal ganz kurz hier zeigen. Oder ihr macht es auf ein Brettchen drauf,
ein Bäumchen dazu und dann könnt ihr halt ganz toll, ganz leicht eure eigene Krippe bauen. Bis zum nächsten Mal, eure Petra.